Erstmal soll sie sich freuen, dass sie hier einfach auf dem Rasen liegen dürfen. Den aus Ost-Berlin kommt, würde ich sagen, hier war früher Westen. Hier hättet ihr sowieso nichts zu suchen gehabt. Und dann würde ich Ihnen sagen, der da einzieht, hängt damit zusammen, dass wir Menschen in ein frei gewähltes Parlament gewählt haben. Also können wir uns nicht nur über die Sonne freuen und darüber, dass wir auf dem Rasen liegen dürfen, sondern dass wir wählen dürfen und Bürger sind. Ich bin die ganze Zeit aktiv gewesen, wenn auch nicht in einem politischen Amt und nicht in einer politischen Partei. Ich gehe natürlich zu jeder Wahl und auch zu den übrigen Abstimmungen, die angesagt sind, denn 50 Jahre lang durfte ich das nicht tun und deshalb kann ich mir gar nicht Joachim Gauck ohne die Tatsache, wählen zu gehen, vorstellen. Also das ist die eine Aktivität. Dann bin ich ehrenamtlich tätig, leite einen Verein gegen Vergessen für Demokratie, habe da sehr viele Auftritte und besuche Geschichtswerkstätten, Schulen, Universitäten und Ähnliches. Und außerdem bin ich als Redner dauernd unterwegs und spreche über Freiheit, Verantwortung oder über Ossis und Wessis. Und dann erkläre ich immer mal wieder, dass die Demokratie besser ist als die Diktatur. Und ich werde nicht eher aufhören, diese Reden zu halten, bis es alle begriffen haben. Habe ich noch ein bisschen zu tun. Ja, das Gefühl habe ich seit langem. Und es gibt zweierlei Verdruss daran. Bei den Ostdeutschen ärgert mich, dass sie so eigenständig und kraftvoll vor 20 Jahren mit dem Slogan "Wir sind das Volk" ihre eigene Freiheit erkämpft haben, dass viele von ihnen, man kann ja nicht sagen alle, aber viele von ihnen den Wert offensichtlich nicht mehr so erkennen, weil entweder einige Wünsche nicht erfüllt sind oder es ist zu anstrengend, ist auch eigenverantwortlich zu leben. Und bei den Westdeutschen, die schon so lange Freiheit trainiert haben, da ärgert mich, dass manche denken, Freiheit ist eigentlich die Freiheit zu konsumieren und zu wählen, Konsumgüter auszuwählen oder Reiseziele. Und im Grunde so ein Versuch starten, Glück einfach zu definieren als immer mehr Konsum oder immer mehr Besitz und nicht sich ein Leben als verantwortungsbewusster Mensch zu gestalten. Das ist ja eigentlich das, was uns erfüllt und glücklich macht. Und dieser Wechsel von der Ebene des Citoyens hin zu der des Nur-Konsumenten, das ist schon etwas, was mich verdrießt. Gott sei Dank war es so, dass in den meisten Teilen der DDR Westfernsehen geschaut wurde. Und das ist nun das populärste Medium. Und das war natürlich unglaublich wichtig, dass, ja, ich denke, weit über 80% der DDR-Bevölkerung sich informieren konnte durchs Westfernsehen. Beim Rundfunk war es noch mehr. Da konnten 100% der Menschen irgendeinen Sender empfangen. Und die Mehrheit der Menschen hat das auch getan. Das heißt, wir waren immer doppelt informiert durch die Tageszeitungen. Die waren ja völlig stromlinienförmig. Da gab es gar keine Möglichkeit, freie Meinungen durchzuschmuggeln. Aber über die Medien aus dem Westen und bei den oppositionellen Gruppen gab es so kleine Versuche von Samizdat. Das heißt, man hat dann auch Informationen, die man selber sich besorgt hatte, aus Westmedien zusammengestellt. Wir in der evangelischen Jugend haben oft so auf primitive Weise Matrizen hergestellt und dann so Vervielfältigungen auf sehr einfache Weise gemacht. Das ist so ein kleiner Bereich, das war in den Ländern wichtiger, wo es keine Westmedien zu sehen gab, diese Samizdat-Geschichte. Aber ganz vergessen will ich das auch nicht. Das war schon zu DDR-Zeiten. Ich habe durch vielfältige Kontakte zum Westen immer mal wieder Zeitungen rübergeschmuggelt bekommen und darunter auch die FAZ. Ich bin also aufgewachsen mit einem hohen Respekt für die Wochenzeitung Die Zeit und für die Frankfurter Allgemeine, auch für die Süddeutsche Zeitung. Und später, als wir nun alle Zeitungen kaufen konnten, bin ich dann auch zu einem regelmäßigen Leser geworden.
ich habe es genossen. Wissen Sie, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie man sich über eine Zeitung freut. Das ist wie, wenn ein Verhungernder oder einer, der dauernd Hunger hat, eine Torte geschenkt bekommen. So war das, wenn wir eine Zeitung aus dem Westen bekommen haben. Wir haben ja wohl fast jedes Stück gelesen, was da drin stand, auch wenn wir keine Ahnung hatten davon. Einfach, weil es ein Genuss war, dem freien Wort zu begegnen. Das war schon enorm wichtig. Die Kampagne ist mir schon lange aufgefallen. Ich schalte im Fernsehen immer ab, wenn Werbung kommt. Und ich hasse Rundfunksender, die unterbrochen werden durch Werbung, und höre solche, bei denen das nicht geschieht. Und ich ertrage mit Mühe, dass in den großen Magazinen eben so viele Seiten einfach nur zum Überblättern sind. Ich schaue in der Regel Werbung nicht an. Aber es ist der besondere Esprit dieser Kampagne, der mich von Anfang an bewegt hat. Und einige der Bilder, die werde ich auch nicht vergessen, das berühmte Peanuts-Bild oder das Bild vor einer der berühmtesten Sportsleute, die wir haben, in einem Berg, in einem Bergmassiv sitzt. Er ist also ein Held, der alle Achttausender bezwungen hat, aber auf diesem Foto ist er ganz klein und verschwindet da im Berg. Das sind Sachen, die prägen sich einfach ein. Ja? Man muss eine Zeit lang sich selber auf der Spur bleiben, um in sich so etwas wie einen Kern zu bilden. Und erst dann wird es gelingen, das Besondere anderer Menschen und die besonderen Begabungen anderer Menschen und auch andere Themen in einer stärkeren und bewegenderen Weise zu reflektieren oder auch zu gestalten. Wenn ich nur auf der Yacht bin, einen Trend nicht zu verpassen, ohne selber zu einer Person zu werden, ohne selber schon eine eigene Prägung und eine eigene Meinung zu haben, dann ist jede Begegnung flach. Und deshalb dürfen diejenigen, die neugierig sind aufs Leben, nicht vergessen, dass sie selber ein unverwechselbares Individuum sind und Kultur und Bildung und auch Tiefe brauchen, um wirklich interessante Dinge machen zu können. Ich möchte, dass die Menschen begreifen, dass wir nicht in einer Zeit leben, die durch Krisen definiert ist, sondern dass die Deutschen an die Phasen denken, in die sie sich ermächtigt haben, tatkräftig und gestaltend zu sein. Da denke ich natürlich als Ostdeutscher an 89, aber ich denke auch an die Nachkriegszeit und an die Aufstiegszeit, als der Rechtsstaat gestaltet wurde, als Wohlstand geschaffen wurde, als auch ein innerer Ausgleich organisiert wurde in der Gesellschaft, der ein ziemlich stabiler Kitt ist. Und all das haben wir gekonnt. Also wir träumen nicht nur von irgendwelchen Fantasien, die wir irgendwann mal umsetzen können, sondern wir haben hier ein Gemeinwesen geschaffen, das ganz lohnenswert ist und über das man sich freuen kann. Und daran muss man auch glauben, dass man diese Fähigkeit hat, denn sonst entsteht nicht der Wille zur Veränderung. Und ohne diesen Willen zur Veränderung und zur Gestaltung ist man in einer Krise wie ein Blatt im Wind. Nicht? Tatsächlich sind wir aber immer noch in der Lage, unser Geschick zu gestalten. Und dieses Zutrauen zu uns selbst, das würde ich gerne wachsen sehen in unserem Land.